Wir sind wieder da, zurück bei Dark Souls 3 und ich habe eine Kleinigkeit vergessen. Ja, vorhin habe ich noch gesagt, immer mit den NPCs sprechen. Was habe ich vergessen? Mit dieser Frau hier zu sprechen. You had one job. Und den habe ich grandios verkackt. Der alte Bund. Der edle blaue Wächter. Der Blaufahrt, da haben wir es. Ein Eid-Item, das wir neuerdings in der Souls-Reihe separat ausrüsten können. Meinst du, wir sollen das wirklich anlegen? Ja, das ist sehr wichtig, wenn wir das nächste Mal invaded werden. Es gibt eh viel zu wenig Spieler, die damit rumrennen. Deshalb staut sich das immer so im Koop, wenn man Dark Moon ist. Das heißt, da warten so viele Spieler darauf, dass die von jemandem gerufen werden zur Hilfe. Das dürfte nicht lang dauern, bis es passiert. Solange wir lang genug überleben. Aber das war es letztes Mal auch nicht das Problem. So, an den Boys sprinte ich mal wieder vorbei. Fort ist down und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, denn das große Tor hat sich geöffnet. Ich kann jetzt schon mal sagen, wir werden an diesen Ort, beziehungsweise an den Ort da hinten, wo wir eben herkommen, nochmal zurückkehren. Später im Spiel. Viel später. Ach komm, können wir nochmal kurz resten. Die Estus nochmal gefüllt. Und hier kann man nochmal eine grandiose Aussicht genießen. Also doch, das ist wirklich geil. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe auch immer so ein bisschen geschaut, ob man andere Dark Souls 1 Landschaften sieht, aber ich war mir nie ganz sicher. Also ab ja, und bis auf dieses eine offensichtliche. Ab und zu dachte ich, die Brücke zu erkennen vom Taurus-Dämon, aber ich weiß es nicht. Weil die Brücke hier, die sieht auch sehr ähnlich. Also von weitem zumindest. Aber sieht schon geil aus. Also halte ich mal das Banner hoch. Auf jeden Fall kommen da jetzt bekannte Kollegen. Die haben mir ein bisschen gefehlt im Rest des Spiels. Ja, das stimmt. Ne? Die sind richtig random platziert. Ich dachte mir schon, oh cool, ich darf den Speer wieder benutzen. Aber dann nope, nope, nope. Ja, ne, wo kommt die drei jetzt genau her? Aber wer weiß, DLC? Vielleicht kommt ja noch was. Hier haben wir schon mal einen kleinen Ausschnitt der Slums gesehen. Also für mich sind das Slums. Und Totensiedlung. Wir können sie auch Favelas nennen. Also, Zeichen liegt direkt neben Bonfire. Da, wo man spawnt. Dürfte es eigentlich schon draufstehen. Leer. Muss ich mich da erst einmal ransetzen, oder was? So. Würde bestimmt nicht schaden, das mal zu aktivieren. So, noch sehe ich nichts. Jetzt kommt was. Da ist es, da ist es. Es klappt wunderbar. Gut gemacht, From Software. Muss man ja. Sie ausnahmsweise mal loben. Endlich mal. Man kann natürlich aber auch sagen, hätte man auch direkt reinpacken können, ne? Ja, immerhin war es besser als in Bloodborne, okay. Also, es war ein Schritt. Ja gut, da saßen wir auch manchmal so ein Riesenschritt rückwärts. Ja, Wahnsinn. Jawohl. Dark Souls 2 hat schon einiges verbessert, zum Beispiel mit diesem Passwortsystem. Beziehungsweise damals gab es ja nur den Ring. Hm. Aber der ist schon mal ein bisschen leichter gemacht. Bloodborne hat das Passwortsystem eingeführt, aber hatte nur diese dämlichen Glocken. Und jetzt da. Ach, mal gucken. Ich würde mich ja mal über was ganz Neues freuen. Bisschen bunter. So. Ein bisschen bunter. Ja, weil das sieht jetzt auch wieder sehr Bloodborne-lastig aus, weißt du? Oh shit. Ja. Was, hast du alles getriggert? Ach nee, die kämpfen ja. Ganz vergessen.
Nein! Komm auch mal nach. Ach nein! Pass auf! Nein! Schlag! Danke! Ah! Ah! Dafür ist der Rip hier ganz gut. Hahaha, gedreckt. Ja, der war richtig nice. Warte mal. Was für ein Schild benutzt du? Irgend so ein Müll benutze ich da. Das ist der Caduceus Rundschild. Was hat das für eine Verteidigung? Warte. 52 also physisch. Ah, warte, ich habe einen mit 62. Aber besser wird's auch nicht, den kann ich dir geben. Ich glaube nicht. Was hast Dark du für Gem? Einen? Wolltest du das Dark Gem? Noch nicht. Das kannst du eh noch nicht benutzen, ne? Ich hab gar kein Schild. Oh, ah! Hab ich doch gesehen. Ich hab's gewusst. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, aber es sah so nach. Du hättest mich eben aus. Sehen müssen auf meinem Sofa, wie ich hochgeschreckt bin. Ja, ich bin vorhin ein paar Mal hochgezuckt, aber das hört man, glaube ich, auch im Let's Play. Hier. Der ist bei mir unsichtbar, ich nehme an, das ist so. Moment, der Kerle hier? Jo. Ah! Sorry. Okay. Musst du dich vorhin stellen? Ah ja, jetzt geht's. Oh, ups, jetzt hab ich weitergedacht. Ich bin kein Aschemeister. Ja, doch, Meister schon, aber kein Fürst, was sehr traurig ist. Joel of Londor. Also das, was ich jetzt so von ihm mitbekommen habe, war ja, dass er irgendwie, also das Ziel von diesen Pilgern, von diesen Pilgrims ist ja, den Tod zu erfahren. Und er hat es auch irgendwie verkackt. Ja, nicht mal das kann er. I can't even die right oder so. Genau, also ich habe jetzt seine Dienste angenommen. Und jetzt hat er sich weggeportet. Yes. Und den kannst du nachher direkt ausnutzen. Das nächste Mal, wenn du im Firelink Shrine bist, indem du dich Thema umbringst. Damit du diesmal die Questline von ihm nicht verkackst. Moment, Thema umbringen? Was passiert denn dann? Ich weiß nicht, ich kenne die genauen Zahlen nicht. Das ist einfach so aus dem Arsch gezogen. Jedes Mal, wenn du dich umbringst, bekommst du Hollowing-Punkte. Aha. Und irgendwie nach jedes Mal, wenn du 20 Hollowing-Punkte oder so hast, gibt er dir ein kostenloses Level. Das ist ja witzig. Und das musst du fünfmal, und wenn du das fünfmal machst und das Gebiet verlässt und zurückkommst, dann level da ab und stattdessen kommt Yuria. Ah, okay. Das ist seine Questleise ungefähr. Boah. Das muss ich halt auch machen wegen den Zaubern. Ich weiß also, nicht, ob das... Das können wir nachher parallel. Können wir danach eigentlich parallel machen. Ach, hast du wieder zugemacht? Ich hatte es doch schon auf. Brain AFK. Einfach zu das Ding. Nee, ich weiß nicht, ob sich das anbietet für das Let's Play. Das ist schon ein bisschen... Ja, das muss man ja nicht zeigen im Let's Play. Das kannst du ja machen, wenn ich das Level durchspiele oder so. Ja, aber woher soll man das wissen, weißt du? Ich hab's nicht gewusst, ich bin einfach so viel gestorben, dass es automatisch passiert ist. Okay. Ich anscheinend Ich hatte nicht. Glück. Oder du hast nicht nachgefragt nach diesem... Das kann auch sein. Ah, oh, diese das heißt Sklaven, ja, Digga. Die muss ich killen. Wenn die dir Axt droppen, dann gibst du mir eine Thrall's Axe oder wie die heißt. Ich geb dir gar nichts. You what? One we want me. Fight me in real life. Weiß ich gar nicht, dass man da oben lang kann. Ich hab gerade hier draußen, hockt noch ein Gegner, aber ich glaube, das ist so ein stinknormaler. Da kann man aber noch irgendwas runterhauen, ne? Ja. Ach, das ist die Estus-Scherbe, kann das sein? Oder lag die am Baum? Alter, geil! Ich hab die Waffe von denen bekommen. Ich hab noch nie die Waffe von den Tieren bekommen. Diesen 3-Punk-Dingens da. Ja, diese Mistgabel, die ist witzig. Kann man das Teil hier runterhauen? Ja. Wow. Oh. Ja, ich wollte es gerade machen, weil ich eine höhere Reichweite habe. Oh Mann, ey. Oh, wenn du nicht willst. Warte. Ja, ich kenne die Dudes, die sind schrecklich. Oh.
Die haben mir so viel Kopfzerbrechen bereitet. Das Hier sind ja kommt nicht nämlich der stark. nächste Warte, 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 hochgeflitzt. hinter dir ist einer. Ja, ich weiß, ich kenne das, dass hier drei sind. Okay, der Rapier, der geht gut. Haben sie dir die Waffe Nee. gedroppt? Nein! Die Leute sehen jetzt, ich habe ganz klar die Waffe aufgenommen. Nein, habe ich nicht. Ja, genau, Okay. in diesem Gebiet habe ich die halbe Welt übersehen. Echt? Ja. Ja, es gibt halt zwei Richtungen, ne? Ach, Knochen von Loretta ist das, was da oben hing. Wichtig, wichtig. Ach, das brauchst du für den Geiral, den wir vorhin verpennt haben. Ja, was heißt verpennt? Wir haben ihn noch nicht geholt. Ups. Zwei Krag kriegen wir gut hin. Vor allem, wenn sie beide mich versuchen aufzuregen. Ha, 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 ha. Timing is a bitch. Ich freue mich echt auf die erste Scherbe. Wie ein Kleinkind. Ey, mein Schild ist so Achtung, der Achtung, der Schwach. Magier ist gerade aufgewacht. Und der ist richtig scheiße mit Ja, diesem ja, ja. widerlichen Dreckszauber. Oh, Ah! der Da viel kommt schon was Leben. geflogen. Alter, hat der viel Leben. Pass mal auf, ne? Ja, ich mühe mich hier mit den beiden Jungs ab. Ist ja völlig gestört. Ich lass dich einfach mal in Ruhe gegen die Fotze da kämpfen, ne? Denn ich glaube, es ist eine Frau. Ja, von der Stimme her. Hast du die. Ach, da bist du. Incoming. Ich backstabbe. Ah, ne, komm, ich bumps die so weg. Ja, alles gut. Ja, Weil die ist. Ach, ich hab jetzt auch geil. meinen Ashton Estus verballert. Direkt den Stachelstreitkolben bekommen. Ja, das Teil ist auch richtig unfair im PvP. Das hat so ein Vier-Hit-Kombo, den man nicht ausweichen kann. Aber das war bei Dark Souls immer so, dass es anfangs katastrophales Balancing war. Dieses Schild. Ich habe gerade ein Lederschild aufgenommen. Ich muss gleich mal gucken, ob der irgendwas kann. Meinst du, ob der nicht ganz so scheiße ist wie der Rest? Au! Hoppala. Absolut. Jetzt muss ich aufpassen. Ja, Mann, Estus-Scherbe. Geilo. Wuhu! Endlich. Das Item hole ich mir auch Wir noch gehen schnell. rechts lang, Einen glaube Moment. ich. Eine Ich glaube, wir Glut! gehen rechts Hey. lang. Oh, hier sind noch Gegner. Ja. Ups. Boah, hat er mir wieder viel abgezogen. Das ist unfassbar. Einen Moment, ich muss das mit dem Schild jetzt mal abklären hier. Der ist ja noch schlechter. Ich krieg einen Habe Rappel, Alter. wie gesagt diesen mit 62, wenn du ihn willst. Ich hatte jetzt einen mit 42. Ja, schieb mal rüber den Kack. Das geht so gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich das Teil her habe. Warte. Ich glaube, ich bin schon drüber geskippt. Hands, Chest, Shield. Was ne 67, whoops, Kacke. sorry. 67, schon mal deutlich besser als mein Schild. Ah, schon da. Zack. Ansonsten. Eisenrundschild, ich glaube, das habe ich gar nicht in meinem Run. Was ist denn das? Oh, warte. Ich habe eine neue Rüstung gefunden. Ich bin ja auch so leicht, ich kann mir das gönnen. Aber jetzt sehe ich nicht mehr aus wie ein Zauberer. Geht nicht. Sieht aus wie ein Bandit. Ja, falsches Cosplay. So funktioniert Fashion Souls einfach nicht. Ah! Ich erinnere nur an das goldene Dreieckhütchen in Bloodborne. Das fand ich klasse. Der war echt gut. Ist auch gar nicht so scheiße aus. Nö, ging klar auf jeden Fall. War hier nicht auch ein Hinterhalt irgendwo? Ah, da. Yo. Ja. Ich bin extra zum zweiten, damit du den ersten kriegst. Und hier fällt jetzt gleich dieser. Genau, Warte. der mit dem Zweihänder. Flaybursch, nicht Zweihänder. Ach, ich mag ihn trotzdem nicht. Ja. Ah! Was war der? Was macht der, ey? Kann er hören? Alter, der ist ja hartnäckig. Aha. Komm, Oh drop ja. sie. Schade. Schade. Was hast denn du bisher so geskillt? Geschicklichkeit Vorsicht, hauptsächlich. rechts. Rechts kann sein, dass er gleich runterfällt. Der macht das manchmal nicht, ist ganz komisch. Ich will das Item Nee, aber hier vom haben. Dach, glaube ich. Oh, seriously, ich hab nochmal diesen. Aua. Diesen Oder ist auf dir? Kakadeus-Rundschild. Warte, wir gehen rechts runter. Ja, machen wir.
darf gleich schon wieder heilen. Jo, und wie ich heilen darf. Hab ich jetzt ein... Schön, oh. Auf Wiedersehen. Ja. Hier in der Nähe ist doch das eine Bonfire, oder? Ja, das ist hier durch die Tür. Ah. Jo. Das habe ich bei meinem ersten Durchlauf übersehen. Das kommt mir auch relativ unbekannt vor, um ehrlich zu sein. Ich meine genau, eigentlich noch ein anderes. Hier kommt es jetzt ganz praktisch hinter die Typen, die mit den Feuerbomben werfen. Das heißt, es macht das Gebiet nicht nur durch ein Bonfire, sondern auch durch dieses nette Gimmick hier deutlich. Ja, das habe ich tatsächlich nicht in meinem Run. Stimmt, da habe ich mich auch mal abgequält. Ich erinnere mich, auf jeden Fall. Ich nehme den vorderen, also den, der weiter weg ist. Na, viel wird da nicht passieren. Okay. Ja, beide weggedroppt. Alles supi. Ah! So. Ich hab gegen die Wand geschlagen, okay. Ich weiß gar nicht mehr, ob das hier ein Magier ist oder ein Pyromancer. Das ist ein Pyro, glaube ich. Okay, dann hast der hat nämlich genauso eine Augenbinde wie ich. Ach, hat der dasselbe Set auch noch? Könnte das sein? Ja, der hat es tatsächlich an. Ja, dann ist er das. Jo, der hockt dann rechts, ne? Rechts neben Andre. Ja, das ist der genau. Ich weiß gar nicht, wie viel Folianz man für den findet. Also ich habe jetzt 3 bis 4, nee, nicht mal, 3 glaube ich in meinem Run. Was für Dinger? Die Folianz. Achso. Bitte um Unterricht. Na klar, wir wollen lernen. Kluge Entscheidung, sagt er. Ach genau, Cornix hieß der Boy. Cornix, ja, Cornix vom großen Sumpf. So, aber hier liegt noch was. Und zwar eine Handaxt. Yeah. Ich versuche hier unten jetzt mal nicht zu sterben, ne? Aber ich kann nichts verstreichen. Wo bist denn du? Da. Das ist schwer, da nicht zu sterben. Momentan. Kann man backstabben, die Typen? Aber so nee, geht's auch. Scheint nicht. Doch. Nicht? Also ich eben. Dachte, vielleicht war es unglücklich gestellt. Bei mir sah es aus, dass du nicht richtig stehen. Okay, ich dachte eigentlich, ich stehe richtig. Okay. Sind das die Idioten, die jetzt so schreien, wenn man sie angreift? Die haben mich auch voll gebastelt. Ja, komm. Das macht mir kein schlechtes Gewissen, nur weil ich deine sehen will. Ja, wie fährt der denn? 10? Höchstens. Ich kann gleich mal nachschauen. Gar keine, ich habe gar keine bekommen. Noch besser. Wo war denn hier das bepisste Bonfire? Egal. Den optionalen Boss, nehmen wir den mit? Der optionale ist der, den man für die Seelenwaffen braucht. Ja dann. Ich überlege gerade, ob wir den direkt machen sollen. Also ich habe einmal gegen den gekämpft. Ein einziges Mal. Wir können auch weiter durchs Level gehen. Und dann das nächste Mal bei dem Bonfire hier vorne anfangen. Das ist mir Jacke wie Hose, um ehrlich zu sein. Weil ich darf gleich heilen und... Alles klar. Oh, jetzt, den gehört ja fertig. Ich darf gleich heilen. Okay. Und ja, ich habe meinen Ashen erstes Teil auch schon verballert. Auf jeden Fall. Da habe ich noch einen. Hier drüben ist es. Oh, warte, ich will das. Da muss man hier durch die Ratten durch, die kann ich noch abballern, dann bin ich auch gleich leer. Ich habe einen getriggert, Moment. Ja. Oh, da stand ich auf jeden Fall falsch. Ganz schlecht. Auf jeden Fall. Hier ist das andere optionale Gebiet, das du verpennt hast. Ah jo, richtig. Genau. Ah, so. Zack. Okay, warte. Wenn wir gleich fertig sind, verball ich schnell das Estes. Weil diese Viecher, die sind richtig schlimm. Dafür, dass es nur so Mini-Viecher sind. Meinst du jetzt die Ratten? Ja. Ich hatte, die haben mir richtig Probleme bereitet. Ich fand die viel schlimmer als die großen aus den alten Teilen. Achtung. Du ja, vor, ich rüste meinen großen kommt. Zauber aus. Ah, ich hab den kleinen anvisiert. Na? Ich hab den großen, glaube ich. Ja. Ja, das ist er. Hast du getroffen? Big Daddy.
Lol. Ja, schon down. Blutpass Ja, Ring, eh. wunderschön. Ich muss gerade mal nachschauen. Ja, ich habe schon 25 Intelligenz. Verschlossen. Da, Fuck, ey. dafür musst du diesen Schlüssel kaufen, oder? Muss man den kaufen? Ja, für Oder finden? 1500, ne? Okay. Ja, Ja, das. den habe ich nie gekauft, fand ich unnötig. Die ist für Miracles. Da. Nee, das ist noch eine andere Tür, die ich meine. Es gibt hier eine Tür, die ist wahnsinnig unnötig. Passt. Okay. Dann. Ja, dann. Wir gehen wieder zurück. Zieht das Leben ab? Nee, okay. Sicher? Also bei mir ist jetzt nicht mehr viel übrig. Ich kann nicht mehr heilen, ich kann meinen Mana nicht mehr aufstocken, beziehungsweise Also FP. der Klassiker. Ja, wir machen jetzt auf jeden Fall noch den alten Freund-Typen. Oder so ähnlich ist wie der Freund-Typ. alte Freund. Na, es kommt Wurf. Welcher Danke. alte Freund-Typ, Mann? Der, den du übersehen hast, der nicht der alte Freund ist. Der aus dem Dark Souls 1 Ach so, DLC. du meinst den Gemüsemann. Warte, was? Au, 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 au. Oder meinst du jetzt einen Gegner? Weil hier lungern ja mehrere. Ich meine sicher kein Gemüsemann, nein. Hier passiert ja Ich einiges. meine sicher kein Gegner. Also ich meine den Gemüsemann, ja. Der Wer auch immer das Gemüse. ist. Ich wollte wieder nicht spoilern. Ich hab's versucht. Ja, ich hab's auch versucht. Und dann kam halt der alte Freund-Typ raus. Und der Gemüsemann. Ist ja komisch, ich dachte auch, er greift mich an. Aber irgendwie hat er das gerade nicht gejuckt, dass ich ihm. Ha! Unnötig. Ah, jetzt mein letzter Heal. Zack. Letzter hier? Ja, ich habe keinen mehr. Ja, da Oh, vorne kommen Gegenstand. keine Gegner mehr. Oh, Titanite. Ah, die Gegner hasse ich mit ihren Tontöpfen. Ich schub den einfach runter. Ups. Ah! Nein! Stark. Lol. Oh, der lebt immer Ups. noch. Warte, ich mach den. Ja, Ah, ich kenne die okay. Kombos nicht so gut. Ich habe damals nämlich genug Schaden gemacht, dass ich den nie so lange am Arsch Ja. hatte. Ja, die sind unangenehm auf jeden Fall. Kann man Das nicht sind anders sehr viele sagen. Gegner in diesem Spiel. Hallo Kollege, Willst du ja? den Typ mal anquatschen? Okay. Ja. Der erinnert mich auch, beziehungsweise die beiden erinnern mich an, wie Ja, hieß die aus die wird's Demon's aus. Souls? Maiden Astrea und Galvindan. Genau. Gal, ey, das war auch ein Kampf, ey. Da Das habe war ich der aus. wirkliche Boss, ne? Da bin ich so cheesy vorgegangen die ganze Zeit. Und der, er hat ja auch nichts anderes als Cheesen gemacht, Na, wenn er stimmt den Weg schon. blockiert hat. Egal, ey. Mit diesen Kackblutbabys da in diesem Teich. Oh. Plague war das. Das war die Pest. Ja. Das war nicht Blut. Das war noch schlimmer. Verlassene Kirche. Ja, eine Kirche bauen die auch immer ein. Miyazaki und Kirche, das muss. Ja, Bloodborne war ja 50% Kirche. So, da unten kamen wir noch nicht rein, ne? Nee, stimmt, da ist sie gefangen. Also, Leutchens, ich kann euch schon mal zeigen, diese Lady da hinten, die brauchen wir irgendwann. Aber wir kommen noch nicht ran. Da ist eine Nebelwand vor. Ja, schon, aber. Echt? Ich komme nicht durch. Kannst du da nicht durch? Ah, Nee. okay, großartig. Gehen wir mal weiter. Wie kommt man nochmal an den Kollegen da vorne ran? Weil die Tür ist abgeschlossen. Kommt man denn nicht von der Seite? Oder bist du. Da müssen wir zum Leuchtfeuer zurück. Ja, Und dann den anderen Weg gehen, wo die Speere in den Boden klatschen. ja.
Speere, in Anführungsstrichen. Oder wenn ich jetzt aus der Welt rausgehe, dann kannst du durch die Mauer hoch und die Speere, in Anführungsstrichen, deaktivieren. Ja, aber Kann ich nämlich aufholen. bringt uns ja nichts, oder? Ach ja, außer dass du aufholst. Und dass wir da nicht abgeschossen werden. Wurde ich nie, um ehrlich zu sein. Echt? Ich wurde nie getroffen. Hast du schon Way of the Blue ausgerüstet? Ja. Okay. Aber dann können wir auch weitergehen, wenn du meinst. Ja. Ich hasse Leitern. Oh, Mist. Ich habe eh kein Heal mehr. Ja, ich bin auch sehr trocken. Ich kann noch einmal einen Heavy Soul Lol. Arrow und einen normalen Soul Arrow. Ich bin hier lang gegangen und plötzlich habe ich einen scharfen Edelstein bekommen. Wie ist von der Ratte vielleicht? Hast du vorhin vielleicht Ich habe übersehen? aber kein X gedrückt oder so zum Looten. Okay. Komisch. Okay. Willst du dich kurz. Ah ne, Achtung! du müsstest ja durchlaufen. Ja, eben. Oh. Genau. Da ist der Typ. Tempelritter Hordrick. An den habe ich, glaube ich, schlechte Erinnerungen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, vor allem weil wir jetzt beide nicht mehr heilen können. Das heißt, einer ist einfach die ganze Zeit an einem Einer Backstab. stirbt einfach nach 3 Sekunden. Ach, ich wollte ihn nur herziehen, weil er so langsam war. Geht auf ihn, geht auf dich, okay. Zieh, zieh, zieh. Wow, okay. Ich muss da weg, sorry. Ja, jetzt dann schon. Ah! War nicht so erfolgreich, ne? Nein, er will immer noch mich. Ich Ja. hab doch gar nicht so viel Schaden gemacht. Das stimmt mit dem nicht. Arsch. Oh Gott! Wow. Alter, der. Geht's wieder? Ah, das Nein, wollte ich auch nein, gerade nein. machen. Ach, Poison Within. Nee, Iron Flash. Nee, Power. Nee, okay, Power Within. Gut. Nein, nein, nein. Geh weg. Oh Nein! nee! Hat er gerade dreimal geheilt? Na gut, er hat drei Heal-Items, also von dem her. Oh, das war ja auch voll verschwendet, ey. Deiner. Ich dachte schon, er macht jetzt einen Schlagangriff. Lol. Wie ist außer bei mir? Wärme. Nein, noch hör Wärme auf da. ist nicht mehr so gut. Ja, aber Oh, ich trotzdem. dachte, es ist in deiner Richtung. Huhuhu, ja. Außerdem kann er uns damit heilen. Danke. Macht er direkt nochmal. Stagger, Stagger, Stagger. Stunlock, Stunlock, Stagger, Stun. Was ist? Überlebt er das Nicht noch? ganz, nicht ganz. Komm einfach drauf. Oh, yeah! Ah! 69 Schaden. Yeah, Finstergeist zerstört. Oh, ich habe schon wieder fast 10.000. Schön, Eine schön, schön. Bande der Wirbelsäule. Und wir haben schon wieder die Zeit voll. Oh, praktisch. Dann können wir Gutes hier Teil. in der Wärme beenden. Oh, jetzt ist sie weg. Hat mich noch nicht mal geheilt. Oh, Ganz. hier war eben ein Charakter mit der Axt des Schwarzen Ritters. Die will ich auch unbedingt noch haben. Die ist auch gut. Das war meine Waffe auf Dark Das war sie Souls aber schon 1. immer, ne? Ja, die war krass. Krass war die. Oh ja. Auf jeden Fall. Das war's mit Part 4. Wir stehen bald schon vor dem nächsten Boss. Und der wird cool. Das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Wir hören uns. Bis dann.